Herr Präsident, Sie werden mich heute nicht los. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, Anfang September haben Sie dem Parlament einen Entwurf für Ihren Etat übermittelt mit Ausgaben in Höhe von 7,4 Milliarden Euro. Und dieser Entwurf ist entstanden in einer Situation, als uns allen schon bekannt war, mit welchen Problemen wir zu tun haben. Wir wussten, welche Zustände in Afghanistan herrschen. Wir wussten, dass es Bürgerkrieg im Irak, in Syrien gibt, in Libyen. Wir wussten um den IS und wir wussten um die vielen Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Heute im November, 3 Monate später, nach den Haushaltsverhandlungen, ist die Situation nicht viel besser. Die Situation der Flüchtlinge ist ganz im Gegenteil noch dramatischer geworden. Der Winter steht vor der Tür. Wir haben Terroranschläge in Europa zu verzeichnen und in Syrien, wie wir gestern leider wieder gesehen haben, mit dem Abschuss des russischen Kampfflugzeuges eskaliert die Situation weiter. Und Ihr Etat nach den Haushaltsberatungen umfasst 7,4 Milliarden minus 17 Millionen. Ganz im Gegenteil dazu, beim Auswärtigen Amt haben wir einen Aufwuchs, der in den Verhandlungen erreicht wurde, von 400 Millionen mehr, beim BMZ, wie gesagt, 17 Millionen weniger. Ich frage mich, was da in den Haushaltsverhandlungen schiefgelaufen ist oder was in Ihrem Ministerium nicht angekommen ist. Ich habe schon gesagt, die Situation ist dramatisch. Ich will nur auf die eine Zahl, die hier schon oft zitiert wurde, noch mal hinweisen. Nur für das Flüchtlingsprogramm der UN, was die syrischen Flüchtlinge betrifft, gibt es derzeit ein Defizit von 3,5 Milliarden Euro. Da habe ich noch nicht vom Welternährungsprogramm und dem UNHCR insgesamt gesprochen. Auch dort sehen die Zahlen nicht besser aus. Und wie gesagt, jetzt wird es noch schlimmer, da der Winter vor der Tür steht. Das heißt also, wir wissen alle, wir brauchen mehr Geld. Und ich frage Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann, wenn nicht jetzt, wäre der Zeitpunkt, endlich unser internationales Versprechen, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben? Wann, wenn nicht jetzt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bräuchten dafür ca. 8 Milliarden Euro mehr. Und das klingt jetzt erstmal dramatisch viel. Ich möchte Ihnen aber kurz versuchen zu skizzieren, dass das so viel nicht ist. Wir wissen alle, wenn der Bundestag sich in bestimmten Fragen einig ist, dann sind wir auch in der Lage, Geld zu mobilisieren, auch in diese Größenordnung. Und ich enttäusche Sie jetzt, ich werde nicht mit Bankenrettung und Griechenlandhilfe kommen, sondern ich möchte zwei Beispiele wählen, wo wir uns, glaube ich, alle von allen Fraktionen einig sind. Hier im Bundestag wurde beschlossen, weil es uns wichtig war, das Elterngeld einzuführen. Das Elterngeld kostet, und ich möchte das nicht untereinander ausspielen, ich will bloß deutlich machen, wenn wir uns über etwas einig sind, dann geht es. Und das Elterngeld kostet uns im Jahr 6 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Eine andere Sache, wo wir uns, glaube ich, über alle Fraktionsgrenzen einig gewesen sind oder auch immer noch sind, ist die Frage oder die Sache, mehr Geld in die Hand zu nehmen für Bildung und Forschung. Und zwar wird das Ziel ausgegeben, 3% vom BIP umzusetzen in Forschung und Bildung. Und aus diesem Grund ist der Etat vom Bildungs- und Forschungsministerium von 2009, damals 10 Milliarden, auf jetzt 16,5 Milliarden angewachsen. Also es war möglich, 6,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr zu mobilisieren. Und im Übrigen umfasst da das BMBF, hat das BMBF mehr als doppelt so viel zur Verfügung als das BMZ. Und Herr Minister, Sie sagen es selber, Sie werden nicht müde, es immer wieder zu betonen, dass es sich lohnt, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Sie sagen, 1 Euro eingesetzt in den Ländern, wo die Flüchtlinge derzeit sind, ist so viel wert, als wenn wir 30 Euro hier einsetzen würden oder im Notfall auch müssten. Also ich glaube, wir sind uns einig in der Zielrichtung und wir könnten es einfach hier angehen. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, wir haben entsprechende Anträge dazu vorgelegt, dann kann man ja immer noch einen Nachtragshaushalt machen. Ich wäre sehr gespannt darauf, wie Sie darauf reagieren. Nun ist ja bekannt, ich bin nicht derjenige, der immer nur schreit, wir bräuchten mehr Geld, sondern wir müssen auch schauen, wie wir das Geld einsetzen, welche Maßnahmen wir auch ohne Geld verwirklichen können
Und wir müssen schauen, welche Maßnahmen es eventuell derzeit gibt, die den Zielen entgegenstehen. Und wenn ich mir das da im Detail anschaue, wie Ressourcen zum Teil verwendet werden, dann ärgert es mich schon enorm, dass die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also unsere ureigenste Durchführungsorganisation, insbesondere im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, etliche Programme finanziert, die in Saudi-Arabien umgesetzt werden. Und wenn ich mir dann noch die Programme anschaue und sehe, dass im Auftrag des Innenministeriums dort ein Grenzschutzprogramm umgesetzt wird, wo auch Polizisten ausgebildet werden und im Übrigen auch an der Waffe ausgebildet werden, dann sage ich Ihnen, lieber Minister, das konterkariert Ihre Bemühungen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und aus diesem Grund sollten wir genau solche Programme jetzt beenden. Im Übrigen, das kann man alles auf der Seite der GEZ, wer es nicht kennt, nachlesen. In allen Staaten des Golfkooperationsrates ist die GEZ präsent. Und in all diesen Staaten werden Programme durchgeführt von Wassersicherheit, Stadtplanung, Berufsausbildung, Verwaltungseffizienz, alles wichtige Sachen und. Aber in keinem Land wird nicht ein einziges Projekt umgesetzt zur Frage von Menschenrechten, gute Regierungsführung oder Demokratisierung. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, halte ich für falsch und ich halte es auch für eine Verschwendung von Ressourcen. Es ist einfach Fakt. Es ist nicht falsch, lesen Sie es bitte nach. Wissen Sie, beim Afrika-Gipfel, der vor kurzem stattgefunden hat, da wurde ja eine Debatte im Umfeld des Afrika-Gipfels geführt, die da hieß, es sollte überlegt werden, ob die Staaten, die nicht willens sind, Flüchtlinge zurückzunehmen, ob man denen die Entwicklungszusammenarbeit streicht, die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Das halte ich für absurd. Wir sollten eher darüber anfangen, nachzudenken. Länder, die in ihrem Verhalten Fluchtursachen herstellen, und dazu gehört ja Saudi-Arabien unter anderem, die in Jemen mit einen Krieg führen, dass die von uns nicht weiter hofiert werden und dass die von uns nicht weiter unterstützt werden, zumal diese Länder im Übrigen ausreichend eigenes Geld haben, um diese Projekte durchzuführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Leutert. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die zahlreichen Gäste seien auch herzlich willkommen. Und dann kommt jetzt der Nächste in der Debatte, Volkmar Klein für die CDU-CSU-Fraktion.